Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute zeige ich euch das iPhone 4 in weiß, das nach den Angaben auf verschiedenen Forums im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen wird. März, April so rum wird es erhältlich sein. Eigentlich sollte es ja im Juli erscheinen, aber wurde laut Apple verschoben. Aus welchem Grund, weiß ich leider nicht. Ja. Das iPhone 4 wird wahrscheinlich 1 bis 2 Monate vor dem iPhone 5 erscheinen. Und ja, schauen wir uns mal kurz das iPhone 4 mal an. Seitlich sieht es genauso aus wie das iPhone 4. Eine schwarze Variante. Ich glaube, das Antennenproblem wird wahrscheinlich mit dem iPhone 4 gelöst. Also, wenn man seine Hand an diesem Antennenempfang hält, wird wahrscheinlich gelöst damit. Und ja, natürlich sieht man hier an der Seite den Minus- und den Plus-Button und den Button zum Einrasten, damit es das iPhone sich nicht mehr dreht, also die Tiltsteuerung. Rückseite, natürlich im schönen Weiß, mit einem Apfel, der glänzt schön, das Mikrofon, nein, das ist der Blitz. Die Kamera, die 5-Megapixel-Kamera, ja, kommen wir auch schon auf der Vorderseite, ganz normal, alle Funktionen, das ein iPhone hat, sind drin, hier natürlich die Frontkamera, der Lautsprecher zum Hören, und ja, hier oben, weiß ich nicht genau, was das ist, natürlich hier oben der Power-Button. Ja, das iPhone 5 wird erscheinen nächstes Jahr. Ich hoffe, nicht so teuer wie das iPhone 4 derzeit jetzt ist. Und ja, das war ein kleines Infovideo. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, behalte es auf jeden Fall für euch. Und ciao, das war's.